Ja, einen schönen guten Tag nach Hamburg. Vielen herzlichen Dank, Herr Lohse, für die Einladung. Es tut mir leid, dass ich nicht persönlich dabei sein kann, aber daran haben wir uns ja schon gewöhnt. Ökonomische Folgen von Pandemien, das ist natürlich ein sehr breites Feld. Ich konzentriere mich heute natürlich auf die aktuelle Situation, werde aber auch ein paar Worte zu Erfahrungen sagen, die man mit den ökonomischen Folgen von Pandemien gemacht hat. Und ich beginne damit, also auf einer ziemlich allgemeinen Ebene ist es klar, zu den ökonomischen Folgen von Pandemien gehört der Mehraufwand für das Gesundheitswesen, es gehören Unterbrechungen der Wirtschaftstätigkeit, Lockdown, wie wir es jetzt haben, und Unterbrechungen von Lieferketten dazu. Wir haben Einschränkungen von Aktivitäten, bei denen sich eben Menschen treffen. Die Ökonomen nennen das sozialen Konsum, wie wir das Ganze jetzt auch wieder erleben. All dies hat Auswirkungen auf Arbeitsplätze, auf Einkommen, auf Existenzen. Und ein ökonomisch sehr wichtiger Faktor ist die Frage, führt das dann zu weiterführenden Folgen, zum Beispiel in eine Finanzkrise, weil Banken Forderungen verlieren, Kredite nicht bedient werden. Es gibt also die Gefahr von Abwärtsspiralen mit sehr, sehr weitgehenden ökonomischen Auswirkungen. Mittelfristig dann natürlich die Frage, wenn der Staat Schulden macht im Laufe einer Pandemie, um die Folgen vielleicht aufzufangen, was bedeutet das langfristig für Geldwertstabilität und Kapitalmärkte? Es gibt verschiedene Beispiele für ökonomische Folgen von Pandemien. Einmal das Thema Stilllegungen, das wir jetzt in der aktuellen Pandemie stark diskutiert haben. Die Kosten von Stilllegungen, die wegfallende Wertschöpfung in Stilllegungen wird sehr schnell sehr groß. Das kann man sich also klar machen, wenn man daran erinnert, dass man, wenn man für einen Monat die Hälfte der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung lahmlegt, dass dann die jährliche Wirtschaftsleistung um 4 Prozentpunkte einbricht. Wir sind es ja gewöhnt, dass die Wirtschaft mit 1, 2, 3% wächst im Jahr und dann fällt das eben von 2 auf -2 in einem einzigen Monat und es kann auch schlimmer werden. Ja, wir haben das Thema Insolvenzen, ich komme nochmal darauf, Staatsverschuldung. Und dann haben wir natürlich eine Forschung, eine Literatur zu den Wirkungen früherer Pandemien. Da kommt sehr stark an auf die Art der Pandemie, was keine Überraschung sein kann. Die Pestepidemien im 14. Jahrhundert und später betrafen ja die gesamte Bevölkerung, hatten sehr hohe Opferzahlen und haben sich deshalb ausgewirkt auf den Arbeitsmarkt. Da kann man auch zeigen, dass dann hinterher die Arbeitskräfte eben knapp wurden, das Wachstum stark zurückging, die Löhne stiegen, die Kapitalentlohnung fiel. Ja, dann hat man etwas mehr Daten über die Folgen der sogenannten spanischen Grippe, die ja gerade auch schon angesprochen wurde, nach dem Ersten Weltkrieg. Da sind die Schätzungen, dass die Wirtschaftsleistung um etwa 6 bis 8% eingebrochen ist. Ist nicht ganz einfach zu messen, weil wir da ja auch den Einfluss des Ersten Weltkriegs hatten und seiner Folgen. Aber es ist klar, also Pandemien haben ganz massive wirtschaftliche Auswirkungen. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Rezession, die wir durch die Pandemie haben, und die würde ich gerne kurz hier historisch mal vergleichen mit den beiden anderen Wirtschaftskrisen in den letzten 100 Jahren, die mit der Corona-Krise irgendwie vergleichbar sind. Das ist einmal die Finanzkrise, die ja erst 10 Jahre her ist, und dann die weltweite Depression der 1930er Jahre. Und die gepunktete Linie hier, die Sie hoffentlich sehen, das ist das die jährliche Wachstumsrate, die sich hier im Durchschnitt dieser 4 Länder, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich und USA, ergeben hat. Eben in der Krise, da sehen wir, es hat 2009 eben einen großen Wachstumseinbruch gegeben, aber dann hat die Wirtschaft sich wieder erholt. Trotzdem waren die Auswirkungen gravierend. Die blaue Linie zeigt die Wachstumsentwicklung in der Depression der 30er Jahre. Und da sehen wir, das ist ein ganz anderes Tier gewesen. Mehrere Jahre einen ganz massiven Einbruch der Wachstumsraten. Das ist eine Dimension, die weit über der Finanzkrise liegt. Wo ordnet sich hier die Corona-Krise ein? So ganz wissen wir das noch nicht, weil wir ja noch ziemlich am Anfang stehen. Es gibt aber Prognosen und für das laufende Jahr können wir das auch schon ganz gut absehen. Und für diese 4 Länder kommt eben nach den aktuellen Prognosen das hier heraus. Das heißt, wir werden dieses Jahr einen Einbruch kriegen, der Dimensionen hat, wie wir sie aus der Depression der 30er Jahre kennen.
Nur im nächsten Jahr hoffentlich dann eine schnelle Erholung. Also das Ganze wird hoffentlich eine kurze Krise, eine scharfe, aber kurze Krise, schlimmer als die Finanzkrise, aber hoffentlich dann auch mit deutlicher Erholung. Ob das so kommt, wie derzeit erhofft, das ist eine offene Frage. Wir haben ja derzeit das Thema der zweiten Welle. Ja, hier nochmal ein Blick auf den Vergleich Finanzkrise und Corona-Krise aus der Sicht des Arbeitsmarktes. Und da wird nochmal klar, dass die aktuelle Krise schon die Finanzkrise ziemlich in den Schatten stellt. Die blauen Säulen hier, das ist die Kurzarbeit in Deutschland, das sind die Anzeigen zur Kurzarbeit während der Finanzkrise. Man muss ein wenig die Lupe zur Hand nehmen, um überhaupt zu erkennen, dass sich da was getan hat. Wir haben ja trotzdem intensiv diskutiert darüber, wie toll das war mit der Kurzarbeit und was man da alles aufgefangen hat. Aber wir sehen, dass eben die Kurzarbeit jetzt in der Corona-Krise eine völlig andere Dimension annimmt. Allein 8 Millionen Anzeigen zur Kurzarbeit im April. Und vieles davon haben wir auch immer noch. Also derzeit sind immer noch so nach unseren Schätzungen knapp 20% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten irgendwie von Kurzarbeit betroffen, natürlich nicht zu 100%, aber mit verkürzter Arbeitszeit. Also eine massive Krise. Zwei andere Aspekte dieser Corona-Rezession, die wichtig sind. Das eine ist in dieser Grafik hier illustriert. Was Sie da sehen, ist die Entwicklung der verfügbaren Einkommen, die blaue Kurve, und der privaten Konsumausgaben. Sie sehen, die verfügbaren Einkommen, die sind die haben sich etwas abgeschwächt bei den privaten Haushalten, aber die sind nicht so sonderlich weit runtergegangen, eben weil der Staat stark geholfen hat. In herkömmlichen Wirtschaftskrisen ist es oft so, dass das verfügbare Einkommen eben einbricht und dann den Konsum herunterzieht. Was wir hier aber sehen, ist, dass die verfügbaren Einkommen stabil gehalten worden sind, aber der Konsum ist eingebrochen, weil man eben nicht mehr in den Urlaub fahren kann und nicht mehr ins Kino und Restaurant ging hier im zweiten Quartal. Die Ersparnis ist sehr stark angestiegen. Das heißt, die Haushalte haben eigentlich Geld, sie können es aber nicht ausgeben. Und das bedeutet für die Wirtschaftspolitik natürlich, dass das Problem nicht so sehr daran liegt, wie sonst, die verfügbaren Einkommen irgendwie in die Höhe zu bringen oder irgendwie den Menschen zu ermöglichen, überhaupt ihnen die Mittel zu geben, zu konsumieren, sondern das Geld ist da. Es kann nur nicht ausgegeben werden. Also herkömmliche Nachfragestützungspolitiken wirken in dieser Pandemie nicht, jedenfalls solange die Pandemie läuft. Der zweite sehr wichtige Punkt ist, dass unterschiedliche Branchen sehr asymmetrisch betroffen sind. In anderen Krisen ist es manchmal so, dass das so quer durch alle Bereiche geht. Hier haben wir eben den ganzen Bereich des sozialen Konsums, der besonders betroffen ist. Und das sehen wir hier, Reisebüros und Reiseveranstalter, Gastgewerbe, die stehen hier ganz an der Spitze der Betroffenheit. Das ist ja auch bekannt. Allerdings haben wir auch einige Industriesektoren, die stark betroffen waren. Das war verursacht durch die Grenzschließungen und durch die Zerschlagung der Wertschöpfungsketten vor allem. Teilweise auch durch Schließung von Industrieunternehmen im Ausland. Aber sehr unterschiedliche Betroffenheit. Und das bedeutet jetzt für die ökonomische Politik, dass man, um zu helfen, zu stabilisieren, sehr gezielt vorgehen muss. Also weniger flächendeckende Instrumente, man muss gezielt vorgehen. Ja, wo stehen wir jetzt in dieser Rezession? Ich nehme hier den IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Das ist ein Konjunkturindikator, den wir jeden Monat herausbringen. Wir kriegen dann 9.000 Antworten aus deutschen Unternehmen. Das ist also ein großer Teil der deutschen Wirtschaft, der uns sagt, wie ist die aktuelle Geschäftslage, das ist die schwarze Kurve hier, und wie sind die Erwartungen für die nächsten 6 Monate. Hier nochmal auch der Vergleich zur Finanzkrise in dieser Grafik. Wir sehen, die Corona-Krise ist hier tiefer und aber hoffentlich auch kürzer. Das Ganze sieht aus wie ein V, die Erholung hier in der Corona-Krise. Man muss jetzt aber etwas aufpassen. Die Erwartungen, dass die Erwartungen stark ansteigen, ist quasi mechanisch. Das Ganze ist so etwas wie die erste Ableitung der Lagekurve. Wenn man null Umsatz hat, dann kann es nur noch besser werden. Deshalb im Keller gehen diese Erwartungen automatisch in die Höhe. Aussagekräftiger ist der Lageindikator. Und da sehen wir, wir haben etwa die Hälfte wieder gut gemacht, die Hälfte des wirtschaftlichen Absturzes nach diesem Indikator. Also wir sind weit davon entfernt, auf dem Vorkrisenniveau zu sein. Und das Ganze wird auch noch dauern. Ein paar andere Zahlen, die Sie vielleicht auch kennen, wenn wir uns die Exporte anschauen, das ist hier die rote Linie, Exporte 2020 im Vergleich zur blauen Linie, Exporte 2019. Die Exporte haben sich erholt. Wir sind dabei immer noch so 10% etwa drunter. Exporte nach China sind schon wieder auf
Vorkrisenniveau oder gehen darüber hinaus. Aber Exporte in anderen Ländern, andere Länder, europäische Länder und die USA sind deutlich niedriger immer noch als vorher. Und deshalb ist eben das Exportgeschäft insgesamt immer noch beeinträchtigt. Ja, dann kann man andere Daten, Indikatoren für Wirtschaftsaktivität nehmen, die auch sehr zeitnah verfügbar sind, zum Beispiel Mobilitätsdaten, hier Google Mobilitätsdaten. Und auch da sehen Sie, das hat sich erholt, aber wir sind irgendwie so bei 80-90% des Vorkrisenniveaus und wir kommen nicht darüber hinaus. Das heißt, das war auch absehbar. Wir bewegen uns derzeit in einer Art 90%-Ökonomie. Wir haben einen Teil unserer Wirtschaft, der einfach nicht funktioniert, der Bereich des sozialen Konsums, Reisen, Restaurants und so weiter. Dieser Bereich machte vor der Krise etwa 6-7% unseres Bruttoinlandsprodukts aus. Und das ist jetzt gestört. Das strahlt auch auf andere Bereiche ab, aber das ist gestört und wird es eine Zeit lang sicherlich auch noch bleiben. Der Economist hatte mal diese Idee von der 90%-Ökonomie, vor die wir stehen, aufgegriffen und die aktuellen Daten zeigen das. Wir kommen also nicht ohne weiteres wieder auf das Vorkrisenniveau. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wir haben hier am IFO-Institut mal Insolvenzen simuliert nach vergangenen Wirtschaftskrisen. Also daraus geht hervor, wir werden einen erheblichen Anstieg an Insolvenzen bekommen. Ob der wirklich so ist hier wie in dieser Prognose, ist natürlich offen, weil diese Krise eben ganz anders ist als vorangehende Krisen. Das ist hier so modelliert, dass man annimmt, die vorangehenden Krisen sind ähnlich. Aber so richtig weiß man es nicht, weil sie eben anders ist, diese Krise. Das ist unsere aktuelle Prognose. Die ist schon wieder ein paar Wochen alt. Da wird noch erwartet, dass Deutschland so zwischen 5-6% schrumpft. Andere Länder in Europa schrumpfen um 10%, teilweise auch bis zu 15%. Spanien ist hier nicht dabei, aber da wird es wohl eher Richtung 15% gehen. Vereinigtes Königreich sieht auch sehr schlecht aus. Das sind alles Dinge, die wir seit eben der großen Depression der 30er Jahre so gar nicht erlebt haben. In gewisser Weise unbekanntes Terrain. Und was hier nicht eingepreist ist in diesen Szenarien, Prognosen sind ja nichts anderes als Szenarien, das ist jetzt der doch überraschende Anstieg der Infektionen, der die Konjunktur, dazu komme ich gleich nochmal, sehr, sehr stark belastet, natürlich auch mit den damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen. Ja, welche Folgen hat dieser aktuelle November-Shutdown? Das ist hier so eine Art Back-of-the-Envelope-Rechnung, die wir mal gemacht haben. Also ich habe schon gesagt, der soziale Konsum, das sind 6-7% an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung. Jetzt kann man sagen, der war ja schon vorher gestört, auch im November, auch im September. Insofern verliert man nicht so viel, wie man vielleicht denken könnte. Wir schätzen, dass wir, wenn wir das jetzt 4 Wochen machen, das ist die Annahme, die hier drin steckt, sind wir wohl eher niedriger. Jetzt war der Ton zwischendurch weg, habe ich gehört, ne? Genau. Herr Fust, wenn Sie wieder da anfangen bei den Folgen des November-Shutdowns für die Wirtschaft, wir haben den Anfang mitbekommen noch, dass es von 60% auf 20% runtergeht. Genau, danke. Wenn wir damit rechnen, dass wir im Dezember uns... Okay, da muss ich mal eben hier rausgehen. Können Sie die wieder sehen? Jetzt müssten Sie es wieder sehen, ne? Ja. Jetzt haben wir sie wieder. Okay, ich
Pfeile wieder die. Okay, jetzt müsste es gehen. Also kurz gesagt, wir rechnen damit, dass im vierten Quartal, in dem wir eigentlich erwartet hatten, dass das Wachstum 2% ist, dass dieser Shutdown oder dieser Anstieg der Infektionen das Wachstum auf null reduzieren wird oder einen Wert nahe bei null. Vielleicht ist er noch positiv, aber wir haben ja auch weitere negative Impulse. Das heißt, die Erholung wird hier wirklich unterbrochen. Es ist klar, am Ende ist es nicht der Lockdown, der das unterbricht, sondern eben die Infektionen. Wirtschaftlich kann man ja den November-Lockdown auch als Investition zur Vermeidung eines totalen Lockdowns 4 Wochen später betrachten, der kommen würde, wenn die Infektionen eben ungehemmt weiter ansteigen würden. Ja, ein paar Worte zur Frage dieses Verhältnisses zwischen Lockdown-Maßnahmen und staatlichen Öffnungsmaßnahmen, also die berühmte Frage, gibt es einen Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen und gesundheitlichen Interessen? Die kurze Antwort daraus lautet aus meiner Sicht nein, den gibt es nicht, allenfalls extrem kurzfristig, aber das ist im Grunde uninteressant. Hier sieht man, dass natürlich in Ländern mit härteren Restriktionen der BIP-Einbruch in dieser Krise auch größer war, aber das sagt eben nichts über Kausalität und auch noch nichts über das Infektionsgeschehen. Wir sehen die neuen Dias nicht. Wir sind immer noch beim Dia-November-Shutdown. Oh, das kommt nicht durch bei Ihnen. Okay, ich teile das dann nochmal. Geht jetzt weiter? Wir sind immer noch beim Dia-Folgen des November-Shutdowns für die Wirtschaft. Ja, okay, dann müssen wir nochmal. Ich teile das nochmal neu. Das sehen wir jetzt. Jetzt bewegt sich was. Ja. Ja. Okay, ich sehe das leider bei Ihnen nicht. Thema, was ist das Verhältnis zwischen Lockdowns und wirtschaftlicher Entwicklung? Gibt es da einen Konflikt? Das ist ja eine viel diskutierte Frage. Wie ich sagte, die kurze Antwort darauf lautet nein. Was Sie hier sehen, das ist die Korrelation zwischen BIP-Einbruch und Shutdown-Intensität. Die sagt aber eben nichts über Kausalität. Ist klar, dort, wo die Infektionen gravierender sind, macht man auch mehr Shutdowns und hat dann einen stärkeren wirtschaftlichen Rückgang. Das sagt aber noch nichts über Kausalität. Es gibt jetzt Studien über vergangene Pandemien. Hier eine zur spanischen Grippe und da zeigt sich, man nutzt da die Variation zwischen Städten in den USA, die unterschiedliche Shutdown-Politiken hatten und das kurze Ergebnis lautet, Städte mit stärkeren und früheren Shutdown-Maßnahmen haben sich wirtschaftlich schneller erholt, hatten also nicht nur weniger Tote, sondern haben sich auch wirtschaftlich deutlich schneller erholt. Wir haben ja eine Debatte hier über Schweden. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema unter Medizinern. Wirtschaftlich muss man sagen, das sieht man hier, hat sich dieser schwedische Weg jedenfalls nicht erkennbar gelohnt. Auch hier ist natürlich die Frage, was ist eigentlich das kontrafaktische Szenario? Aber man muss sagen, wenn man etwa Norwegen und Schweden vergleicht, dann hat Schweden 10-mal so viele Tote und einen doppelt so starken Wachstumseinbruch.
oder Dänemark hat einen ähnlich starken Wachstumseinbruch, aber eben viel weniger Tote. Also es ist wirtschaftlich nicht erkennbar, dass Schweden in irgendeiner Weise von dieser etwas anderen Politik profitiert hätte. Ja, man kann sich anschauen, wie ist es eigentlich in Deutschland. Die Bundesländer sind unterschiedlich stark betroffen vom BIP-Einbruch hier im ersten Halbjahr. Und man kann das ins Verhältnis setzen zu verschiedenen Maßen für Lockdown-Maßnahmen. Das sind allerdings auch alle Maße, die eben stark mit dem Infektionsgeschehen korreliert sind. Und klar, dort, also hier etwa als Indikator genommen, der Mobilitätsrückgang, da gibt es eine negative Korrelation. Also wo der Mobilitätsrückgang besonders hoch ist, ist natürlich das BIP. Man kann auch die Infektionsraten nehmen, dort, wo wir viele Infektionen haben, ist der Mobilitätsrückgang besonders stark, aber man hat auch eine starke Korrelation zwischen dem Einbruch der Industrie und zwischen dem Einbruch der Industrie und der BIP-Entwicklung. Das ist eben der Einfluss letztlich der Grenzschließungen auf die Wirtschaftsentwicklung. Das muss man sich genauer anschauen, was aus verschiedenen Gründen nicht so ganz einfach ist. Aber es ist klar, es sind jetzt nicht unbedingt die lokalen Shutdown-Maßnahmen, die hier die Probleme verursacht haben. Und insbesondere ist eben die Frage, was ist eigentlich das kontrafaktische Szenario? Das heißt, was würde passieren, wenn man keinen Shutdown hätte und die Infektionszahlen weiter ansteigen? Dann hätte man wahrscheinlich wirtschaftlich sowieso starke Auswirkungen, aber dann eben noch viel härtere Shutdown Maßnahmen. Wir haben gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionskrankheiten in einer Studie untersucht, wie der Öffnungsprozess verläuft und die Frage gestellt, ist es eigentlich wirtschaftlich stets günstiger, schneller zu öffnen, sodass ein Konflikt zu Gesundheitszielen entsteht. Und wir haben hier, aus Zeitgründen will ich gar nicht lang über die Details dieser Untersuchung reden, wir haben hier epidemiologische Simulationsmodelle mit ökonomischen zusammengebracht und man hat sozusagen folgenden Trade-off: Wenn man sich darüber einig ist, dass man irgendwann die Pandemie eindämmen will, dann kann man das ja mit lockeren Restriktionen machen, dann dauert es eben länger. Oder man macht es mit härteren Restriktionen und dann geht es schneller. Und was jetzt aus wirtschaftlicher Sicht günstig ist, das hängt natürlich von der Art der Kostenverläufe ab. Die sind nicht einfach zu schätzen, aber das, was wir an Informationen heute haben, das sieht man hier rechts in der Kurve, spricht dafür, dass man so konvexe Kostenverläufe quasi in der Härte der Restriktionen hat und das Minimum lag hier bei 0,75, bei einem R von 0,75. Also das heißt, nach unseren Analysen, und da wir haben auch viele Robustheitstests natürlich gemacht, ist ein langsamer Öffnungsprozess in vielen Fällen wirtschaftlich günstiger als ein schnellerer. Und der ist auch gesundheitlich besser. Das heißt, diese Idee, dass ein Konflikt besteht zwischen Gesundheitszielen und wirtschaftlichen Zielen, das ist also auch hier bei der Gestaltung des Öffnungsprozesses falsch, wenn es um diesen Trade-off geht, schnell oder langsam öffnen. Das kommt hier einfach nicht heraus, sondern was hier rauskommt, ist ein langsamer, umsichtiger Öffnungsprozess, ist effizient. Ja, lassen Sie mich das zusammenfassen. 5 Punkte. Die Corona-Pandemie, wir haben es gesehen, also Pandemien haben massive wirtschaftliche Auswirkungen. Die Corona-Pandemie stellt die Finanzkrise in den Schatten. Die Verbreitung des Virus beeinträchtigt auch ohne staatliche Restriktionen, ohne Lockdown die Wirtschaft. Die Lockdowns verstärken das kurzfristig zwar, aber sie verhindern natürlich die Überlastung des Gesundheitswesens. Das ist ja eine Nebenbedingung. Und das ist jetzt aus wirtschaftlicher Sicht eben wichtiger, es gibt doch eine ganze Menge Evidenz, die dafür spricht, dass frühzeitige staatliche Restriktionen den mittelfristigen wirtschaftlichen Schaden begrenzen, so dass man sagen kann, ein Lockdown, wenn er vernünftig gemacht ist, ist eine ertragreiche Investition und keine Belastung für die Wirtschaft. Die zweite Infektionswelle wird die wirtschaftliche Erholung wahrscheinlich anhalten. Ungefähr Nullwachstum im vierten Quartal, trotz des schonenden Lockdown oder Lockdown-Light, wie er auch genannt wird. Man muss dann sehen, wie es eben danach weitergeht. Entscheidend ist eben auch da der Pandemieverlauf. Was kann die Politik tun? Die Stützung der Konsumnachfrage während der Pandemie
hilft wenig. Das haben wir eingangs gesehen. Sie erinnern sich, ich hatte Ihnen gezeigt, dass eben die Ersparnisse sehr stark in die Höhe gegangen sind. Die Leute würden gerne konsumieren, sie tun es aber nicht wegen der Pandemie. Insofern bringt es nichts oder relativ wenig, mit breiten Maßnahmen wie Mehrwertsteuersenkung zu versuchen, die Wirtschaft zu unterstützen. Überbrückungshilfen, wie sie auch bezahlt worden sind, sind hier die bessere Lösung. Und außerdem ist es so, dass die Krise, das haben wir auch gesehen, eben sehr heterogen die verschiedenen Sektoren betrifft. Und deshalb brauchen wir zielgenaue Instrumente. Ein solches zielgenaues Instrument ist neben Überbrückungshilfen zum Beispiel der Verlustrücktrag. Also wenn man Firmen, die jetzt betroffen sind und Verluste haben, erlaubt, sie steuerlich mit Gewinnen des vergangenen Jahres zu verrechnen, dann ist man recht zielgenau, dann hilft man den Firmen, denen man auch helfen will, und nicht den Firmen, denen es sowieso gut geht. Vielen herzlichen Dank.